Ach, Freunde, ein ganz normaler Tag in Smoochy City. Warte mal, was ist das da unter mir? Hä? Warum ist unter mir TNT? Ich habe das Gefühl, überall, wo ich lang gehe, spawnt einfach TNT unter mir. Was geht hier ab, Leute? Wuhu! Ein Moment mal. Was passiert, wenn ich außersehen TNT anzünde? Wird da nicht das ganze TNT hinter mir die ganze Zeit explodieren? Freunde, wir müssen es einfach einmal austesten. Und zack, abhauen! Warte mal, ich kann ja gar nicht abhauen, weil hinter mir die ganze Zeit neues TNT kommt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Sorry, aber ich hab's überlebt, Leute. Ich bin der Beste. Nur habe ich jetzt ganze Smoochy City zerstört. Freunde, wie werde ich wieder normal? Warum ist überall TNT unter mir? Das ist super gefährlich. So kann ich meine Freunde in Gefahr bringen und noch mehr von Smoochy Cities kaputt machen. Das heißt, ich muss heute irgendwie wieder normal werden. Aber wie schaffe ich das? Und wer hat mir das angetan, dass überall unter mir TNT ist, Junge? Was soll das, Mann? Wer war das von euch? Warst du das etwa? Der, der gerade das Video schaut? Schau mir ins Gesicht. Habe ich dich erwischt? Nein? Oh, okay. Wer war es dann? Wenn ihr es nicht wart, dann muss ich unbedingt herausfinden, wie ich wieder normal werde, bevor ich hier meinen ganzen Freunden noch Schaden anrichte und alles kaputt mache. Schaut mal, hier vorne ist auch schon TNT explodiert. Leute, ich brauche eure Hilfe. Lasst allen Like da und ein Abo, damit ich herausfinde, wie ich wieder normal werde. Kommt schon, Freunde, falls ihr es nicht getan habt. Und übrigens, vielen Dank an alle, die schon ein Like und ein Abo dagelassen haben, weil wir haben einfach dank euch die 200.000 Abonnenten geknackt. Das heißt, wir brauchen nur noch 800.000 bis zu 1 Million. Und vielleicht schaffen wir das auch irgendwann. Und alle, die noch nicht abonniert haben, dann macht es doch jetzt gerne, Leute, in 3, 2, 1 und let's go. Da ist irgendwas vom Himmel gefallen. Was ist das denn? Ein Buch? Wie heißt das? Muhahaha? Was steht da drin? Muha, ich war's, der böse Game Master. Wer ist bitte sehr der böse Game Master, Leute? Du wirst erst wieder normal, wenn du den TNT-Drachen besiegst. Warte mal, was? Der TNT-Drachen? Wie soll ich denn den besiegen, Leute? Der ist doch bestimmt richtig OP. Einen Moment mal, ist das... warte mal, bin ich in einer TNT-Welt? Ist vielleicht der Ender-Drache damit gemeint, aber der ist jetzt aus TNT oder was? Mehr sage ich nicht. Tschüss. Hä? Hey, dein Ernst? Oh Mann, okay, Freunde, das war jetzt nicht so nützlich. Obwohl, wenn ich es schaffe, den TNT-Drachen zu besiegen, der ist wahrscheinlich beim Enderportal, dann wäre ich wieder normal. Dann lass das sofort heute versuchen, Leute. Okay, dann brauche ich erstmal Holz, um mir ein paar Tools zu machen. Wie zum Beispiel, warte mal. Ich wollte mir gerade Holz abbauen, damit ich Tools machen kann, aber alles, was ich berühre, wird jetzt zu TNT. Das heißt, meine Freunde werden auch zu TNT, wenn ich die berühre? Dann kann ich ja nie wieder mit denen spielen. Oh nein, Leute, Simlucky und alle. Simlucky mag doch Redstone. Wenn der einmal Redstone platziert, dann explodiere ich einfach. Ich bin wahrscheinlich auch TNT. Kann ich selber in die Luft sprengen? Junge, ich kann nichts abbauen, Leute. Alles wird einfach zu TNT. Wie kann ich denn jetzt Holz abbauen? Ich glaube, ich habe sogar vielleicht eine Idee. Ich glaube, ich habe sogar eine richtig gute Idee. Vielleicht können wir ja was mit dem TNT craften heute. Warte mal. Hä? Habt ihr das gesehen, Leute? Wir können einfach Dynamit craften. Mit 2 TNT, wenn wir es... Oh, okay, ich habe eine richtig gute Idee. Wie wäre es, wenn wir mit dem Dynamit einfach hier vorne den Baum abwerfen? Und bumm! Wisst ihr, warum ich das jetzt gemacht habe, Leute? Denn dadurch bekommen wir jetzt einfach Holz. Schaut, Leute, und das können wir jetzt aufsammeln. Und das Holz wird nicht zu TNT. Jo, wir haben richtig viel Holz. Einfach 33 Eichenstämme. Die können wir direkt zu Holz verarbeiten. Und jetzt können wir uns eine Crafting Bench und alles machen. Aber Leute, ich merke gerade, ich bekomme langsam Hunger. Oh nein, ich brauche auch unbedingt Essen, Freunde. Dann würde ich sagen, lass uns ein Schwert machen. So, zack, Crafting Bench platzieren. Können wir heute vielleicht ein Holzschwert machen? Ja, das können wir natürlich. Aber vorher können wir ein TNT-Schwert. Was? Wir können ein TNT-Schwert machen? No way. Okay, was können wir alles noch mit TNT machen? Ich gebe mal TNT ein. Was? Wir können heute richtig coole Sachen mit TNT machen. Wir können eine TNT-Spitzhacke machen. Wir können TNT-Stiefel machen. Wir können eine TNT-Rüstung machen. Und wir können sogar ein TNT-Schild machen. Leute, wir werden heute den TNT-Einer-Drachen besiegen. Aber was ist bitte sehr der TNT-Einer-Drache? Das verstehe ich nicht sogar, Leute. Kommt, ich brauche Essen. Ups. Okay, warte, warte, warte. Schnell wieder dorthin. Ich check gar nichts mehr, Leute. Ich bin selber auch TNT. Das heißt, wenn ich mit meinem TNT-Schwert was hitte oder schlage, wie ich es gerade versucht habe, dann werde ich einfach selber in die Luft gesprengt. So, wir sammeln mal ganz schnell wieder unsere Sachen auf. Einen Moment. Aber ich habe Fleisch bekommen. Sehr gut. Jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Wir haben es irgendwie trotzdem geschafft, bis Essen zu bekommen. Ich glaube, bevor ich nochmal versuche, irgendwelche Mobs zu hitten, sollte ich vielleicht erstmal lieber ganz viel TNT farmen und mir eine TNT-Rüstung machen, damit ich nicht sterbe, wenn ich irgendwas schlage. Weil sonst werde ich einfach draufgehen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich eine TNT-Rüstung anhabe, die ich gleich craften werde, dass ich dann vielleicht keinen Schaden mehr von TNT bekommen werde. Also Explosionsschutz sozusagen habe. Das wäre eigentlich ziemlich praktisch. Okay, haben wir genug TNT? 32 Stück, das müsste reichen für eine komplette Rüstung. Können wir jetzt einfach ganz normal eine TNT-Rüstung craften? Das heißt ganz normal, das ist ganz und gar nicht normal. Aber es funktioniert wirklich. Wir können einfach TNT-Stiefel craften. Let's go, Leute. Wir machen eine TNT-Schutzplatte. So, und wir machen TNT-Hose und wir machen TNT-Helm. Let's go, Leute.
Und wir ziehen die komplette TNT-Rüstung an. Aber die ist rot, Junge. Ich hasse die Farbe rot. Blau ist viel besser. Warum gibt es kein rot? Blaues TNT. Naja, egal, Leute. Irgendwie sieht es trotzdem cool aus, oder nicht? Was meint ihr? Falls ihr bis hierhin geschaut habt, dann alle Hashtag TNT in die Kommentare. Wenn ihr die Folge irgendwie auch voll TNT-haft findet. Oh nein, die Sonne geht langsam unter. Gar nicht gut. Gleich kommen die ersten Monster. Wenn ein Creeper hier irgendwie explodiert, dann sprengt er die ganze TNT hier in die Luft. Und dann werde ich wahrscheinlich auch drauf gehen. Ich muss echt aufpassen. Das wird nicht so leicht. Wir brauchen auf jeden Fall gleich ein TNT-Schild, damit wir alles abblocken können. Kann diese Rüstung irgendwelche Custom-Attacken aktivieren? Oh, jetzt habe ich meine Crafting-Bench kaputt gemacht. Okay, Freunde, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen langsam ins Nether-Portal, denn wir brauchen Blaze-Lohnrouten, also Lohnrouten, um Enderaugen zu craften und damit ins Ender-Portal zu kommen. Weil ich habe das Gefühl, dass alles, was ich heute berühre, also sogar Tiere, zu TNT werden. Wir haben eine TNT-Kuh. Wie cool ist das denn? Hallo? Bist du explosionshaft? Und boom, boom, boom. Was? Alter, wie krass war das denn? Oh, ich brauche den Essen, TNT-Kuh. Und, Slack, Leute. Ich steck fest. Ich steck fest. Hilfe, 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 Leute. Hilfe. Okay, alles gut. Ich hab mich irgendwie gerettet. Kuh, komm her, Junge. Ich brauche dein Essen, Junge. Ich brauche dein Essen. Oh, da vorne ist es ja. Das heißt, sobald ich den Enderdrachen berühre, wird er auch zu TNT. Und so kann ich sozusagen den TNT-Drachen besiegen, Leute. Denkt ihr, ich werde es heute schaffen? Schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, um das zu erfahren. Und dann die ersten Zombies kommen. Nimm das. Oh yeah, die Zombies sind ja immer gar kein Problem. Die Creeper sind vielleicht ein bisschen gefährlicher, aber die Zombies, die baller ich einfach weg, Alter. Und wir sollten langsam was essen. Lecker Kuhfleisch. Lecker Steaky Makey. Komm her. Yo. Oh, Alter. Alter, ich muss echt aufpassen. Ich fliege ja richtig hoch und ich kriege Fallschaden. Das darf ich nicht vergessen, Freunde. Okay, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Oh, ich brauche Essen, ich brauche Essen. Ich darf nicht so hoch fliegen. Das heißt, ich darf nicht von oben schlagen. Sonst fliege ich nach oben. Sehr gut, ich habe ein Villager-Dorf gefunden, Leute. Und da können wir jetzt, glaube ich, noch mehr Essen kriegen, damit wir uns auf eine Reise machen können zum Nether-Portal. Denn wir brauchen, bevor wir ins Nether-Portal gehen, ganz viel Essen. Von Schafen zum Beispiel. Oh, tut mir leid, Schaf. Ist ja richtig in die Luft gesprengt worden. Aber wir können uns auch theoretisch mehr Dynamit machen. Zack, let's go. Und jetzt können wir dort vorne die Strohballen abwerfen. Zack, let's go. Und jetzt sind die dort vorne gespawnt. Wir nehmen die natürlich und... Steine haben wir auch schon bekommen, sehr gut. Und jetzt haben wir richtig viel Strohballen, womit wir Weizen machen können und sozusagen genug Essen haben, um uns, um erstmal das Abenteuer zu überleben. Oh, ich werde geschlagen. Nimm das, Bumm, Alter. Wir machen einfach jeden Mob One-Shot, Alter. Das ist so krass. So, und jetzt machen wir uns ganz viel Brot, damit wir uns auf das Abenteuer begeben können. Mmm, lecker. Es tut mir leid, Leute, aber ich muss es tun. Ich werde jetzt den Beschützer vom Dorf killen. Bumm, Junge. Oha. Okay, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Was zum... Alter. Okay, ich habe ein Herzen, ich habe ein Herzen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nein, 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 nein. Okay, das Skelett ist richtig gefährlich. Das hat mich fast runtergeschossen. Junge, Alter, der Golem ist einfach zum TNT-Golem geworden. Oh, Leute, und ich habe nur noch 4 Herzen. Ich muss erstmal regenerieren, bevor ich hier irgendwas anstelle. Nur das Skelett, Alter, hat mich einfach runtergeschubst. Dich kriege ich noch. Wo bist du? Das ist mein Erzfeind. Skelett, wer bist du? Wer bist du, Junge? Skelett, das nervt mich so krass, Alter. Das, Junge, du willst Stress, ne? Alter, ich werde das zerstören, das Skelett. Hilfe. Und da. Oh, wow. Okay, das war knapp. Das war knapp. Ich bin fast aufgegangen. Alter, Alter, Alter. Freunde. Oh. Ich brauche den Eisengolem nämlich, um das Eisen zu bekommen. Ich pack schon wieder rum. Alter, was soll das? Freunde, denn mit dem Eisen kann ich mir jetzt zum einen was richtig Gutes machen, was mir auf jeden Fall hilft. Nämlich ein Eimer. Den brauche ich unbedingt. Und wir können auch was weiteres machen. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr TNT, Leute. Ich glaube, wir können ja ein TNT-Schild craften. Damit wir ein bisschen sicherer sind von den ganzen Monstern. Hier ist ein normales Schild, aber Leute, wir wollen ein TNT-Schild craften. Funktioniert das? Dafür müssen wir da oben Eisen platzieren und... Ja, let's go! Hier mein TNT-Schild. Okay, das benutze ich. Das benutze ich 100%. Alter, wie cool ist das? Was kann das Schild? Wahrscheinlich einfach TNT abblocken, oder nicht? Was können wir uns noch machen? Wir wollen gleich in eine Höhle gehen. Können wir uns eine... Ja, let's go, wir haben eine TNT-Spitzhacke. Dann gehen wir dann damit direkt gleich in eine Höhle. Sehr gut, Leute. Und Leute, ein Wassereimer darf auch nicht fehlen. Denn dann kriege ich keinen Fallschaden mehr, wenn ich nach oben geschleudert werde. Übrigens, ich frage mich echt, wie die ganzen Mobs aussehen, wenn die zu TNT werden. Yo, einfach ein TNT-Enderman. Wie cool, Junge. Aber weg mit ihm. Oh, da hat mir keine Enderperle leider gedroppt. Okay, wie sieht der Zombie aus TNT aus? Junge, die sehen alle so lustig aus, ne? Ein TNT-Schaf? Sieht wie aus? Ist einfach rot geworden. Einfach zu so einem Lucky geworden. Tomate. Wie sieht ein Creeper aus, der zu TNT wird? Er ist doch eigentlich schon TNT. Da bin ich jetzt echt gespannt. Und... Hat er vielleicht doppelt den Explosionsradius? Junge, wie krass sieht der denn aus? Alter, Tier, komm, spreng dich in die Luft. Mal schauen, wie krass die Explosion ist. Oh, wow, Alter. Alter. Hilfe, 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 Hilfe. Ach, du.
grüne Neune. Was zum... Okay, 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 Leute, ich verstehe. Der Creeper ist explodiert und da müssen wir echt aufpassen, weil das ganze TNT neben mir ist auch explodiert dadurch. Okay, es wird wieder tagsüber, sehr gut. Ja, nimm das. Boah, Junge, das ist so lustig, wie die wegfliegen. Okay, wie sieht ein TNT-Huhn aus? So, Freunde, wir sind in einer dicken Hürde. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das Einzige, was ich brauche, ist ein Nether-Portal. Ich brauche hier vorne... Jo, was passiert da oben? Warum war da eine Explosion? Ich brauche keinen Diamant, ich brauche kein Eisen, auch wenn ich Diamanten liebe. Ich brauche nur ein Nether-Portal. Oh nein, wir müssen aufpassen, nicht, dass der Creeper wieder hier irgendwie alles in die Luft sprengt. Komm her und zack, weg mit dem. Leute, soll ich die TNT-Spitzhacke austesten? Ich teste die aus. Mal schauen, was die kann. Wow, wie cool ist die denn? Hä? Die kann einfach alles so weg explodieren. Alter, wie cool ist das? Boom, 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 boom. Die macht einfach so einen riesigen Radius. Oh, und wir sind schon bei Bedrock? Wie schnell ging das denn? Die ist ja richtig krass. Die ist ja sowas von praktisch, Leute. Boom, zack. Zack, zack, alles wird einfach direkt weg. Wir sprengen wie im Diamanten, let's go. Aber wir können keine Diamantensachen machen eigentlich. Also eigentlich schon, aber die bringen uns halt nicht wirklich was. Wir müssen zum TNT-Drachen. Dafür brauchen wir das Nether-Portal. Leute, hier vorne ist eine Lavaquelle. Das heißt, wir können hier eigentlich das Nether-Portal direkt gießen. Und das machen wir auch sofort. Mit dem Trick geht das alles noch viel schneller. Warte mal, ich will diese Spitzhacke hier lieber nicht benutzen. Weil die sprengt alles in die Luft. Und mir ist auch gerade was aufgefallen. Mit der normalen Spitzhacke können wir ja eh nichts abbauen. Weil alles wird jetzt zu TNT, was ich berühre. Wir können also nur mit dieser Spitzhacke Sachen abbauen. Naja, Leute, wir gießen jetzt das Nether-Portal, ne? Und zack, hier ein Loch rein. Und bumm, und bumm, und bumm. Hier vorne platzieren wir auch Lava, dann nehmen wir das Wasser wieder und zack. Hier unten bauen wir das frei, platzieren Lava unten und zack. Und Leute, so baut man richtig schnell ein Nether-Portal. Ukri, der beste Minecraft-Spieler, so gut bist du, die... Leute, ich werde es schaffen, weil ich bin der beste Minecraft-Spieler. Der TNT-Drache kann sich auf was gefasst machen. Gleich kommt Ukri, der TNT-Mensch. Und fertig, das Portal. Wir zünden es direkt an. Oh, hä? Oh nein, da fehlt doch was. So, jetzt aber. Obsidian können wir nicht wegsprengen, oder? Nee, können wir nicht. Mit der TNT-Spitzhacke. Weil Obsidian ist geschützt gegen TNT. Und können wir rein? Let's go, wir sind drin. Ich glaube, wir können auch keinen Bedrock verwandeln, oder? Wir können keinen Bedrock verwandeln und kein Obsidian, weil es sozusagen stärker ist als TNT. Aber wisst ihr was? Wir sind direkt bei der Bastion gespawnt. Sehr gut. Das heißt, wir können hier vorne ganz viele Enderperlen direkt schnappen. Okay, wir gehen da jetzt runter, Leute. Ich will gar nicht so lange auf die Folter... Alter, aufpassen, aufpassen. Ich habe wenig Leben. Was willst du denn, Junge? Komm her, Alter. Oh, das war knapp fast getroffen. Hehe, er hat einfach den Pickel abgeschossen, habt ihr es gesehen? Spül doch mal zurück, Leute. Der wurde einfach einfach Headshot hat er bekommen, Leute. Das war übelst lustig. Yo, hier ist diese riesige Bastion. Wisst ihr, was ich jetzt brauche? Ich brauche Gold. Lass uns ganz viel Gold nehmen, dann traden wir Enderperlen und dann gehen wir direkt zum Enderdrachen oder eher gesagt zum TNT-Drachen. Mal schauen, ob der stärker ist als der normale Enderdrache. Leute, bleibt unbedingt bis zum Schluss am Start, um das nicht zu verpassen. So, hier vorne ist das ganze Gold und genau das wollen wir haben und nein, das ist verbrannt. Wir müssen aufpassen, wir müssen besser aufpassen. Oh, hier vorne ist ganz viel Gold, das nehme ich mit. Komm, wir versuchen es nochmal und... Ah, oh, Alter, ich muss aufpassen, dass ich nicht verbrenne. Komm schon. Nein. Alter, das ist hier echt knapp, Junge. Freunde, wir haben erstmal genug Gold und das werden wir den jetzt einfach allen droppen. Junge, davor ist aber ein TNT-Ding. Kann er trotzdem betrayen, also handeln? Ich hoffe schon. Ja, die nehmen das Gold und wir warten jetzt einfach. Wir droppen das ganze Gold und wir haben so viel Gold. Wir warten einfach, bis wir die Enderperlen bekommen, hoffentlich gleich. Denn die geben uns mit viel Glück vielleicht ein paar Enderperlen. Und, naja, noch sehe ich keine, aber wir bekommen bestimmt welche. Oh, Junge. Warum fliegt hier immer was in die Luft? Ich habe Angst. Aber wenn wir welche bekommen, das wäre ziemlich gut. Wir warten einfach. Wir warten, bis wir alle haben. Okay, Freunde, wir haben lang genug gewartet. Ich frage mich jetzt echt, wo hier vorne... Ich sehe schon welche. Ein paar Enderperlen. Okay, die brauchen wir. Ab zu den Enderperlen, Leute. Ey, ich bin jetzt echt gespannt, wie viel werden es. Hoffentlich genug. Und 16 Enderperlen. Sind da noch mehr? Jo. Okay, 16 Enderperlen reichen eigentlich schon komplett aus. Aber da sind anscheinend noch mehr Enderperlen. Warte mal, die will ich haben. 7. Jo, 16 plus 7. Alter, und es sind doch immer 40 Gold übrig. Alter, wir hatten ja mal richtig Glück. Okay, Freunde, da würde ich sagen, ab geht's. Ich ziehe mal meine TNT-Rüstung wieder an. Wir gehen jetzt. Blazes bekämpfen. Freunde, wir haben eine Nether-Festung. Kommt her, meine Blazy-Babys. Ich brauche euch. Ich brauche eure Lohnrouten, damit ich... ins Enderportal kann und den TNT-Drachen besiegen kann, Junge. Was wollt ihr denn hier vorne? Kommt her, Junge. Wo sind hier Blaze-Lohnrouten? Oh, da vorne ist das Spawner. Sehr gut. Und boom. Weg mit dir, weg mit dir. Jetzt müssen wir super aufpassen. Ich habe Angst, dass die Blaze-Lohnrouten hier das TNT anzünden. Weil dann fliegt alles hier vorne in die Luft und das wäre gar nicht gut. Boom, weg damit. Und jetzt, komm her, Blaze-Lohnrouter. Oh, ich habe den Spawner weggemacht. Ups. Komm schon, die müssen mir was droppen. Oh, oh, Junge. Alter, ich fliege immer so weit weg. Nimm das. Und ja. Die erste Lohnroute. Oh nein, Wither hat mich vergiftet. Wither hat mich vergiftet. Weg hier. Okay, das war knapp.
Das war knapp. Ich hoffe, das kann nicht so schwer sein. Ich gönne mir einfach die ganzen Blaze-Babys und dann gehe ich zum TNT-Drachen und bumm. Oh nein, das TNT ist gezündet. Das TNT ist gezündet. Wow, weg hier. Oh nein. Oh nein. Oh nein, das kommt. Nein, das ist ein Zündstür. Ah, Hilfe. Hilfe. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Oh, okay, das war knapp. Ich hab's überlebt. Oh nein, mein Feuerresistenzrank ist weg. Okay, ja, alles gut. Ich hab noch mehr. Ich hab noch mehr. Okay, Leute, ich baue nur noch eine Lohnroute und dann habe ich eigentlich, glaube ich, genug. Und hat er mir eine gedroppt? Oh nein. Das ganze TNT zündet wieder. Na komm her, dich brauche ich noch. Dich brauche ich noch. Wow, Alter. Was? Wie krass ist das denn? Let's go, Freunde. Wir haben genug Lohnrouten. Wir haben 8 Stück. Das müsste reichen. Damit machen wir jetzt Lohnstaub. Und damit machen wir jetzt Enderaugen. Let's go. Und jetzt würde ich sagen, zurück in die Overworld. Wir machen uns schnell ein Nether-Portal. Und besiegen den TNT-Drachen, indem wir zum Enderportal gehen. Und schnell in die Overworld zurück. Und Freunde, ich habe keine Ahnung, wo wir hier gelandet sind. Aber wir müssen jetzt zum Enderportal, um den TNT-Drachen zu treffen. Es geht in die Richtung. Junge, es wird so spannend. Und mein erstes Enderauge ist kaputt gegangen. Eine Sache müssen wir davor noch austesten. Was passiert, wenn wir die anhitten? Hä? Die bleiben einfach rot. Verwandeln sich gar nicht. Hä? Freunde, nicht wundern. Wir müssen einfach die ganze Zeit schwimmen, weil wir können uns kein Boot machen. Schaut euch das an. Ihr wisst nicht schon, wie lange ich schwimme. Guck mal, wenn ich mich reinsetzen will, es springt nicht einfach in die Luft. Wie ehrenlos ist das? Ich kann mir kein Boot machen und muss die ganze Zeit schwimmen. Was passiert, wenn wir... Warte mal, Delfine hätten. Und? Wir haben den TNT-Delfin. Oh, Freunde, was sind wir endlich da? Oh, was passiert, wenn wir einen Unterwasser-Zombie hitten? Und? Das sieht so lustig aus. Guck mal, der Kopf, Junge. Das ist einfach die TNT-Zündschnur. Können wir es eigentlich anzünden? Wow! Wir können Mobs anzünden. Das wusste ich gar nicht. Wir werfen mal nochmal ein Enderauge und... Oh, es geht in die andere Richtung? Warte mal. Ich glaube, ich bin da, Leute. Ich bin da. Oh, ist kaputt gegangen. Jo, ich bin da, Leute. Wir sind beim Enderportal. Jetzt müssen wir hier nur noch schnell runter und... komm schon. Oh nein. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. So, komm schon. So komme ich runter mit der TNT-Spitzhacke. Und boom, boom, boom. Boah, so geht's super schnell, Leute. Freunde, wir sind endlich beim Enderportal. Junge. Und jetzt kommen hier die ganzen Silberfische. Ey, lasst mich doch in Ruhe. Was habe ich euch getan? Leute, schnell hier hin und alle Enderaugen rein. Und wir gehen direkt rein, Freunde. Ist mir egal. Jetzt zerstören jetzt den Enderdrachen. Jetzt zerstören den TNT-Drachen, meine ich natürlich. Let's go rein, du. Und jetzt bin ich echt gespannt, Freunde. Auf was wird uns jetzt erwarten, Leute? Was wird uns jetzt erwarten? Junge, ich habe so Angst, ne, dass wir jetzt irgendwie auf einen TNT-Drachen treffen, der irgendwie TNT spuckt. Freunde, wo ist der Drache, Alter? Drache, komm her. Ich besieg dich sowas von. Ich habe nicht meinen Bogen, aber ich nehme dich hops, Alter. Ich nehme dich hops. Komm, Leute, wir müssen da nach oben und... Komm schon. So, let's go. Erste Mission ist jetzt erstmal, alle Kristalle zu zerstören. Und boom. Wir haben zum Glück genug Blöcke, um vom Kristall zum Kristall zu gehen. Oh, das war knapp. Und dann zerstören wir den Enderdrachen. Wahrscheinlich ist er jetzt noch ein normaler Enderdrache, aber wenn ich ihn einmal berühre, Leute, und einmal Schaden mache, dann wird er zum TNT-Drachen. Bleibt unbedingt bis zum Schluss am Start, um das nicht zu verpassen. Hä? Was geht ab? Der Drache hat sich verwandelt. Der Drache hat sich verwandelt. Yo. Oh, 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 oh nein, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Alter, wir sind fast draufgegangen schon wieder. Warte mal, TNT-Drache? Seht ihr das da oben? Da heißt nicht mal Ender drin, da heißt TNT-Drache. Ah, Leute. Oh, oh, TNT-Drache, Alter. Komm her, TNT-Drache, ich werde dich besiegen, Alter. Ist mir doch egal. Ich zünd dich. Junge, was, wie hat der das? Yo, Alter. Der spuckt einfach TNT. Der spuckt einfach TNT, Alter. Okay, warte mal, ich muss ihn besiegen irgendwie. Komm, nimm das. Ja. Yeah. Yo, 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 ich habe ganz wenig Leben. Alter, der macht zu viel Schaden. Oh, ich muss den letzten Kristall erstmal zerstören. Leute, alle Kristalle sind zerstört. Jetzt müssen wir nur noch den TNT dran zerstören. Junge, wie krass ist der? Der wirft einfach TNT nach unten, Alter. Wir müssen super aufpassen, Freunde. Keine Sorge, wir werden es schaffen. Oh, oh nein, Enderman ist auf mich sauer. Komm her, Junge, du hast keine Chance. Okay, Leute, ich habe eine gute Idee. Wir platzieren hier unten einfach ganz viel TNT. Und dann zünden wir das, wenn der Enderdrache kommt. Und dann zerstören wir ihn so. Easy. Oh, der Enderdrache kommt in die Mitte und boom, Junge. Let's go. Oh, oh. Ups, ups, hat wohl nicht so gut funktioniert. Oh, der hat gar keinen Schaden bekommen gefühlt. Warte mal, wir müssen da ein bisschen nachhelfen. Wir müssen da nachhelfen, aber es funktioniert nicht. Ich komme nicht an beim Enderdrachen. Oh nein. Komm her, mit meinem Schwert drauf. Alter, mein Schwert macht richtig Schaden. Jo, der ist einfach weggeflogen. Oh, oh nein, der zündet TNT auf uns. Was soll das denn? Freunde, werden wir schaffen, den TNT dran zu zerstören, Junge. Der muss jetzt nochmal runterkommen und dann zerstöre ich ihn komplett. Komm her, Drache. Jetzt kriegen wir ihn aber. Alter. Alter, was war denn das jetzt schon wieder? Aber egal, er hat richtig gut Schaden bekommen. Jetzt muss er noch einmal in die Mitte kommen. Dann haben wir ihn. Junge, was ging da? Freunde, alle Hashtag TNT. Das ist die verrückteste TNT-Folge aller Zeiten. Junge, was geht hier ab? Wir werden gleich noch die ganze Insel aus TNT machen, Leute. Und hier überall lang gehen. Und dann zünden wir die in die Luft. Ja, der stirbt fast an sich selber, Leute. Komm schon, du musst das TNT.
Ja, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Das TNT, du musst noch zünden. Hast du seinem einen TNT gestorben, der Ender da? Du bist so ein Noob, Junge. Der TNT da. Ich hab's geschafft, Leute. Jetzt muss ich wieder normal werden, oder nicht? Jetzt wäre ich doch wieder normal. Ich hab Minecraft durchgespielt. Als TNT-Kämpfer 3000. Ich bin selber zum TNT heute geworden. So, weg mit der Rüstung, weg mit allem, Freunde. Drückt auf die nächste Folge. Lasst gerne noch ein Like da und ein Abo. Und erstmal ganz ehrlich, vielen, vielen Dank für 200.000 Abonnenten. Ihr seid wirklich die Besten. Und da hinten läuft ein Enderman mit TNT rum. Leute, lasst schnell ein Like da und ein Abo, damit wir vielleicht irgendwann mal die 1 Million Abonnenten erreichen. Das wäre wirklich ein richtig riesen Ziel von mir. Mal schauen, ob wir es schaffen. Und jetzt würde ich sagen, drückt auf die nächste Folge. Ciao, ciao. Hashtag TNT in die Kommentare, falls ihr bis hierhin geschaut habt. Let's go. Boom. Drückt auf die nächste Folge hier vorne. Schnell.